das noch. Zum Vorteil ist, wenn wir keine VMs mehr einsetzen müssen, dann brauche ich keine VM-Sklaven. Ach, hier ist noch ein Chess-Trainer. Das schiere Potenzial der Drachen-Pokémon. Das könnte mich zum Champion machen. Ja, und der Champion steht gerade vor dir. Kino. Oder Keanu. Pratini. Entschuldigung. So, jetzt bizarre. Ich brauche dringend, wenn ich irgendwo noch mal einen Laden finde. Trinke doch mal den. Muss ich Dings kaufen. Tränke kaufen. Ganz, ganz dringend. Und Dragonier. Ja gut, klar, mit Drachen-Pokémon hast du auf jeden Fall schon mal einen Typen, der nicht ganz ohne ist, aber der, wenn der auf dem Eis-Pokémon trifft, natürlich auch extrem anfällig ist. Also deswegen war eigentlich auch die Planung, ja mit Rex Blizzard dann ins Team zu nehmen, weil wir ja unbedingt das Knackrad knacken wollten. Deswegen habe ich es eigentlich auch erst ins Team genommen. Das war so deswegen der Plan. Oh, ein Vogelstein. Dann könnt ihr, glaube ich, Kirlia, als männlich, zu Galakladi entwickeln. Auch ein ganz, ganz cooles Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt. Aber ich glaube nicht. Warte mal, lass mich gerade gucken. Das Pokémon Center vor allen Dingen, das ist immer ganz gut. Was haben wir denn hier? Ich erzähle dir jetzt mal was über diesen Vulkan, der Kahlberg genannt wird. Er existiert bereits seit grauer Vorzeit. Seit damals als Sinnoh durch die Verschmelzung von Zeit und Raum entstand. Lavaströme schossen aus dem Boden und sammeln sich zu lodernden Pfützen. Daraus formte sich ein Pokémon. Legenden zufolge hielt man das Pokémon mit Hilfe des Magmasteins unter Kontrolle. Mit der Zeit soll sich das Pokémon in den Vulkan verwandelt haben. Also ist meine Vermutung doch richtig. Ich glaube, ich weiß, was wir nämlich kriegen. Trainer, die im Duellturm scheitern, komm hierher, um zu trainieren. Beim Duellturm brauchst du keine Level. Na gut, dann müssen wir mal hier unten weitermachen, ne? Wenn wir hier. Hallo. Wenn du unschwer erkennen kannst, bin ich ein Kameramann. Hast du schon mal die Fantasia-Sendung und Suche nach dem roten Gyarados, die eines gefallenen Sichtung des wütenden Pokémon in einem See gesehen? Ja, das hat man tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang, glaube ich, hatten wir das mal angeschnitten beim Let's Play in der ersten Folge. Da gab es ja auch diese Fernsehsendung mit dem roten Gyarados, wo unser Rivale dann auf einmal ankam und sagte, hey, wir wollen dieses Pokémon fangen. Erinnert sich? Genau. Die habe ich gefilmt. Ist übrigens ein kleiner Rückblende auf Pokémon. Hard Gold, Soul Silver, Gold und Silber. Es gibt eine Attacke, deren Stärke sich verdoppelt, wenn der Anwender von Vergiftung, Paralyse oder Verbrennung betroffen ist. Notsituation müsste das, glaube ich, sein, oder? Müsste, glaube ich, Notsituation sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Fassade, ah nee. Wenn der Pokémon Fassade erkennt, überlegt sich der Gegner vielleicht zweimal, ob ein Attack ein Resistanzproblem auslöst. Jedenfalls, Dankeschön. Ich geb's auf. Ich schaffe es nicht. Einfach nicht, den Vulkan vollständig zu erkunden. Da oben ist ein Laden. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. So, einfach mal erstmal Top Genesung mitnehmen ohne Ende, weil wir brauchen. Boah, ich habe 120, ich habe für sich Top Genesung geholt. Scheiße. Weiß anders der Plan. Naja. Gut, der Vorteil ist, dass ich jetzt ein bisschen was habe. Ich gucke gerade, ob ich was ein bisschen verkaufen kann. Nichts Wichtiges jetzt. So. Was bist du hier jetzt? Ein reisender Trainer. Ist ein Beutel voller Items? Oder vielleicht voller Träume? Nö, erstmal voller Items. Aber ich gucke jetzt gerade, dass ich noch weiter. Das wäre jetzt richtig Pokémon. Da habe ich doch eine Vermutung tatsächlich, welches Pokémon dort sein könnte. Ihr wahrscheinlich auch mittlerweile. Cool, dann haben wir es sogar ziemlich passend von der Zeit her hingekriegt, die Route 225 mal komplett zu erkundigen oder die Duellzone zu erkunden.
Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hoffentlich den Vulkan. Hier ist erstmal Route 226. Das machen wir definitiv in der nächsten Folge. Da freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet. Hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und heute erkunden wir Route 226, je nachdem, wie weit das jetzt geht. Und ansonsten ist der Vulkan heute mit dran. Überlebensareal heißt das Ding hier. Alles klar. Du bist hier ganz weg hergekommen. Tut mir schrecklich leid, aber gibt's einfach nichts zu sehen. Schade, dass man Freunde nicht untereinander teilen kann. Ja, toll. Oh, guck mal, der Blizzard auf dem Fernseher gerade. Ich mach mal weiter mit Sprudelose, wer weiß, was hier ist. Ich dachte mir, du hast jetzt irgendwas Cooles noch für mich. Hast du nicht gehabt. Schade. Aber hier ist ein Trainer. Und ein Item. Ich habe den Level meines Pokémon so weit erhöht. Sie selbst. Hast du schon Pokémon über jenseits Level 70? Das könnte natürlich 70 sein, 75. Tatsache Ehre. Ist bizarr, ne? Na gut, Tatsache Ehre ist natürlich jetzt klar, dass ich das jetzt nicht einsetzen kann. Das Rex bizarr nicht gegen das Viech einsetzen kann. Was ist das für Level? 56, okay. Ich dachte mir jetzt, du hast jetzt übrigens das Mörder-Pokémon hier. Moment. So, einmal kurz wechseln. Auf Galoppa. Aber. Du setzt jetzt Himmelsfeger ein, ne? Okay, gar nicht so schlecht eigentlich. Die Idee. Aber durch den Schaden, glaube ich, habe ich jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen den Vorteil, dass du keine Fähigkeit hast, deine Fähigkeit nicht einsetzen kannst. So. Also, es war jetzt nicht unbedingt das. Dankeschön, Galoppa, super gemacht. Es war jetzt nicht unbedingt die. Das große Ärgernis. Level 68 für Galoppa. Jetzt werden wir sogar vom Level her, glaube ich, fast so hoch wie der Champ. Also wie sind ja der ehemalige. Jetzt muss es ja schon mittlerweile ansagen, der ehemalige Champ. Also mittlerweile steht der Champ hier vor euch. So, gucken wir mal, was hier unten noch ist. Ich weiß gar nicht, ob unser Rivale müsste eigentlich jetzt auch immer noch auftauchen. Ich kann mich ganz, ganz sogar erinnern, dass wir mal unseren Rivalen hatten. Hier auch irgendwo. Erstmal ein Fläschchen Carbon. Man muss ja mittlerweile alles mal durchchecken, ob hier noch irgendwo was ist. Oben ist ein Doppelkampf. Und hier oben sind zwei Blümchen. Schwerschweif. Gut, ja, die nehme ich mit da oben noch schnell. Die Blümchen. Und dann gucken wir mal hier unten gleich weiter. Dann nehmen wir den Doppelkampf da oben mit. Halt. So war es nicht gemeint. Ich muss da hoch. Da hoch. Das sind sogar vier. Zwei Kranabären. So. Und hier mit Qualottbären. Jetzt gehen wir da hoch. Ein Drachentrainer, damit ist das Eis-Pokémon gar nicht so schlecht. Jetzt drehen wir bitte dich wieder zu deinem zum Drachenmann um. Dankeschön. Da muss ich nicht einzeln bekämpfen. Hey, wie geht's? Ich bin ein Drachenprofi. Was hältst du davon, wenn sich unser Pokémon in einem kurzen Kampf messen? Mutter Natur hat meine Pokémon behütet, aufwachsen lassen und stark gemacht. Einmal Drachenprofi und Ulla Seemon. Ja, und dann kommst du mit dem scheiß Seemon. Ernsthaft?
Also das Gold nehme ich ja noch ab, aber das Silber nehme ich nicht mit ab. Das Silber ist nämlich eigentlich kein Drachenbräu. Die Weiterentwicklung, ja, aber nicht die, nicht du. So, einmal du. Und dann kriegst du noch einen Feuersturm hinterher. Dann machen wir das nämlich ein bisschen anders. Jetzt, wenn du das jetzt wegstecken solltest, was natürlich nicht klar ist, was natürlich klar ist, dass du es nicht wegsteckst. Oh ja, du hast es sogar noch überlebt. Du hast es sogar noch überlebt, kleines Simon, okay? Xatu. Auch Xatu ist vom Typ Flug. So, dann gibt es das Xatu noch einmal. Das Trau. Kriegt das Xatu jetzt diesmal den Flammenwurf drauf. Oh, okay. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass er das vielleicht sogar noch wegsteckt. Ich dachte mir, ja, das reicht schon irgendwo. So, Xemon gebaden. Wunschtraum. Ist das nur jetzt. Muss nur unter. Aber. Ah. Drachen. Du kommst mit Xemon im Garados. Na gut, wie gesagt, in erster Linie sehen sie aus wie Drachen, sind aber keine. Mal gucken, was wir jetzt machen. Warte mal, halt. Das Xatu ist so gut wie down. Das Xatu ist so gut wie down. Dann gehen wir nämlich auf das Garados. Das Xatu geht nämlich jetzt. Geht jetzt definitiv schwimmen. Weil das geht jetzt durch den Hagelalarm. Gleich war gleich waren